Hallo ihr Lieben, heute gibt's Pulled Turkey aus dem Backofen. Genial und super einfach in der Zubereitung, mega, mega lecker, macht richtig süchtig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Und dafür brauchen wir Putenschenkel. Ich habe hier ein Putenschenkel mit 1 Kilo 200 Gramm. Dann brauchen wir eine große Karotte, so klein wie möglich geraspelt. Dann eine Zwiebel, eine große Zwiebel. Ein Esslöffel Salz, Pfeffer nach Belieben. Dann brauchen wir Gemüse oder Hühnerbrühe. Da brauchen wir, also davon werden das 3 Esslöffel sein. Dann brauchen wir einen Esslöffel Essig, entweder Wein oder Apfelessig. 2 Esslöffel Senf, 1 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Tomatenmark und 600 Milliliter Wasser. Die Putenkeule habe ich jetzt kurz unter fließendem Wasser abgespült und die kommt jetzt hier in das tiefe Gefäß, auf die Zwiebeln drauf. Und jetzt kommt von jeder Seite ein halber Esslöffel Salz und Pfeffer. So, schön einreiben. Auf der anderen Seite genau dasselbe nochmal. Halber Esslöffel Salz und Pfeffer. Nun kommen in die 600 Milliliter Wasser 3 Esslöffel Gemüsebrühe. Eins, zwei, drei. Dann kommt Senf rein. Eins und zwei. Tomatenmark müssten 2 Esslöffel sein. Eins, zwei, ein Esslöffel Zucker und ein Esslöffel Essig. Das Ganze wird schön umgerührt. Auf unsere Putenkeule kommen jetzt die Karotten drüber. Und unsere Brühe. Das Fleisch muss auch nicht komplett darin schwimmen. Es reicht auch, wenn es bis zur Hälfte gefüllt ist. Jetzt muss man das Ganze zudecken. Hat man einen Deckel? Fantastisch, deckt man es mit Deckel zu. Ich habe keinen Deckel für diese Form, deswegen nimmt man einfach die Folie und deckt damit ordentlich zu. Der Backofen ist auf 150 Grad vorgeheizt. Jetzt kommt das Fleisch für 4 Stunden in den Backofen bei 150 Grad. 4 Stunden sind rum. Es ist fertig. Ich wende das jetzt. Normalerweise kann man auch die Haut wegmachen, ne? Einfach wegschneiden. Aber wir mögen das damit. Deswegen habe ich das jetzt gewendet. Und jetzt kommt es nochmal ohne Deckel, also ohne der Folie, für halbe Stunde in den Ofen. Insgesamt war das jetzt 4,5 Stunden im Backofen. Das Pulled Turkey ist bereit. Ist noch ganz heiß. Es löst sich ganz leicht, das Ganze kann man ohne viel Mühe
das Fleisch und die Knochen trennen. Schmeckt super, super, super lecker. Kann ich jedem empfehlen. Habe ich schon oft gemacht und das ist ganz schnell weg. Schaut mal. Pulled heißt ja, kommt vom Wort Pool ziehen. Also es lässt sich wunderbar und leicht ziehen. So, bei uns gibt es jetzt ein bisschen Gemüse dazu. Ist so einfach. Man tut es in den Backofen und vergisst es für 4 Stunden. Geht ins Fitnessstudio, geht ins Bett nochmal schlafen. Ja, so sieht's aus. Da freuen wir uns drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und liked und die Videos teilt. Ich danke euch. Tschüss.